Guys, are you ready für die Pokémon Liga? Ich bin definitiv ready. Ich glaube, unsere Pokémon sind stark genug. Wir sind zwar nicht krass gelevelt, aber wir gehen rein. Wir haben genug Items. Wir haben Pokémon geheilt und wir haben Items verteilt. Let us go. Und es scheint, als wäre es ein Eistrainer. Was habe ich denn gegen Eis? Wir haben Ayranthus, was neutral trifft, aber das ist okay. Da ist Lorelei, ne? Welcome to Pokémon League. I'm Lorelei from the Elite Four. Ja, komm zum Punkt. Mädel, let's go. Scooby-Dibidib. Mangong. 59? Oh mein Gott. Wir werden uns so durchschießen müssen. Holy shit. Gut, okay. Flame Wheel. Init Drop? Ja. Oh mein Gott, Digga. Ich glaube, wir sind ein bisschen underleveled für die Pokémon-Liga, ne? Ich hätte nicht erwartet, dass die von 49 auf 59 springen mit dem Level. Vor allem ist es das erste Pokémon in der Liga. Das könnte jetzt ziemlich interessant werden. Gehe ich zu Vegeto und drücke auf den Elektro-Move? Oder gehe ich zu Nashite? Ich glaube, ich gehe zu Nashite. Ich meine, die beiden sind annähernd auf dem Level, ne? Drill Run. Dürfte sehr effektiv sein. Reicht aber nicht. Und wir kriegen Burn von Flame Body. Ja, jut. Und noch Init. Nein, kein Init, aber schöner Burn Damage. Geht sie auf Dingens? Wahrscheinlich, ne? Ja. Fuck. Ich hätte an der Stelle einfach nur auch für eine Full Restore gehen sollen. Beziehungsweise für einen Drachentanz hätte ich gehen sollen. Aber das ist eigentlich alles, was was bringt, ne? Boosten und dann. Oh Gott, Digga, das war wieder ein Crit. Leck mich am Sack, Alter. So, kannst du Drill Run treffen, please? Oh Gott. Man, Bro! Bro! Du bist mein Lieblings-Pokémon. Was zum Teufel? Okay. Okay. Don't use Max Potion. Ice Fang, okay. Das ist neutral. Step. Oh mein Gott, schon wieder ein Crit. Hör auf, mich zu critten, du Bastard. Was ist denn los mit dir? Der geht mir auf den Sack, Mann. Warum crittet er mich in jeder Runde? Ne, in der ersten Runde Burn. Danach Doppelcrit, Alter. So. Dragon Dance. Let's go. Dragon Dance up that beer. So, jetzt müssen wir den Aquatail und sterben gleich, ne? Ich sehe es jetzt schon. Gehe ich nochmal für einen zweiten? Oder ist es zu risky? Ich müsste eigentlich für einen zweiten gehen, ne? Damit ich auch alles wirklich okay. Wobei ich wahrscheinlich nicht mal alles okay werde. Oh mein Gott, please. Nein, ich hab mich verdrückt. Ich wollte das nicht. Geil, Digga. Geil, Alter. Zeitverschwendung auf my life. Okay. Bist du Eis? Oder Boden? Du bist Eis. Gut. Buff? Nein, kein Buff. Natürlich kein Buff. Freeze?
Freeze oder Crit? Ah, Crit. Okay, Crit. Cool. Ah, weißt du, ich hasse Pokémon-Spiele mit Tastatur, Alter. Genau aus dem Grund. Das ist so scheiße. Aber gut. Wenn die Dragon Dances uns nicht helfen wollen, dann gehen wir eben mit dem Ding durch. So, Magong. Bruder, wenn du Feuer-Eis bist, dann hast du eine Vierfachschwäche. Und wenn du nur Feuer bist, dann hast du eine Einfachschwäche. Ja gut, sieht nicht nach Vierfach aus, aber okay. Tanken wir das? Ja. Danke. Please and thank you. Goodbye. Nochmal eine Full Restore. Ich muss aufpassen, dass ich nicht alle meine Boost-Moves raussemmel, ne? Ich habe nämlich keine AP+. Switch schon wieder raus. Tentaster. So, gib mir die Boosts. Plus 2 sind wir jetzt. Okay, dann gehen wir mal auf die Feenattacke. Draining Kiss. Bam. Ja. Das Ding Toxa drin macht halt super viel, ne? Resistiert alles gefühlt. Das Ding ist, wenn er uns wieder krittet, dann ballert er uns trotzdem weg, ne? So. Bam, bap. Was kommt jetzt? Magong wieder? Okay. Da nochmal Ancient Power. Leider kein Boost this time. Aber auch kein Crit seinerseits. Ja, Crystallic ist fucking insane hier, ne? Ominous Winds für den Kill. Leider wieder kein Boost, obwohl wir 60% haben, ne? Irgendwie 3 von 5 kein Boost oder so. Young Growth. Oh Gott, was bist du denn, Alter? Ja, das trifft auf jeden Fall sehr effektiv. Außer du bist Eispflanze. Ja, du bist Eispflanze. Uff, Digga. Okay. Plus 3. Ice Punch. Ja, juckt nicht. So, Kies, Kies. Lustig, dass Rosanna gerade geküsst wird, ne? Oh, 8-Bit Blonde, Dankeschön für den Host. Wir sind gerade in der Pokémon-Liga und versuchen ein paar nasty-looking Pokémon zu killen. Was sich als schwerer rausstellt als gedacht. So. Ah, wir sind auf plus 3. Uns killt so schnell nichts mehr. Das war's mit Lorelei. Vielleicht gewinnen wir ja trotzdem, auch wenn wir mit den meisten Pokémon eher underleveled sind. Weeress? Okay, Draining Kiss, goodbye. Plus 3 Stab, sehr effektiv. Nicht, natürlich nicht. Natürlich nicht, auch wenn Weavile fragiles Fuck ist, hat das Ding natürlich noch einen Lapras drin. Ich gehe trotzdem nochmal auf Draining Kiss. Kiss, Kiss. So. Wieso so konzentriert? Naja, man ist nicht jeden Tag in der Pokémon-Liga, ne? So, Bruno der Elite 4. Ich hätte speichern sollen, ne? Egal, let's go. So. Oh mein Gott, Alter. Mavire. Okay, Drill Run dürfte klären. Er kann mich mit Elektroattacken nicht angreifen. Das war ein Crit. Damn. Ehrlich gesagt hätten wir hier relativ gut setupen können, ne? Außer er hat Wuchtschlag, darauf hätte ich keinen Bock gehabt. Marowchan. Was zum Teufel? Was zum Teufel bist du, Alter?
Marochans Angriff hat gemisst. Sehr gut. Geh nochmal auf Drill Run. Bam. Ey, das ist plus ein Stab, ne? Sugar, mach die ganzen Kampfficker kaputt, Alter. Let's go, Body Slam. Body Slam away. Oh, natürlich überlebt er das. Cool. Wenigstens hat er einmal verfehlt und wenigstens, oh, Full Restore, natürlich. Natürlich, das hat er ja. Oh Mann, ey. Alter, was bist du? Eine Mischung aus Shirox und Scaraborn. Swords Dance? Oh. Und er ist schneller als wir. Oh mein Gott, und er resistiert einfach alles. Er resistiert einfach alles. Swords Dance? Agility? Bruder, plus zwei, plus zwei. Der hat zwei Dragon Dances drin. Oh oh. Ich gehe noch mal auf Exesort. Das wird aber resistiert. Bro, get the fuck out of here, man. The fuck out of here. Ja. Spedef Drop? Nein, nichts. Okay, cool, danke. Schläft er ein? Please, danke. Please. So, Dream Eater dürfte, glaube ich, auch noch... Oh, der mit seiner dreckigen Full Restore, Mann. Hör doch mal auf, deine Drecks-Pokémon zu heilen. Du bist ja nerviger als jeder Real-Life-Spieler. Alter Schwede, und Exesor ist noch ein High-Crit-Move, ne? Da ich gar keinen Bock drauf. Oh, der nervt, der Junge. So, Shadow Ball. Spedef Drop jetzt bitte. Wenigstens crittet er nicht. Alter, ich mach nichts. Ich könnte... Nee, 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 nee. Wir gehen jetzt für Dream Eater. Wir hustlen den jetzt runter. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich zu meinem Feuer-Pokémon gehen soll, aber... So, das wird nicht resistiert, immerhin. Hat der irgendwie... Warte mal, Psycho wurde nicht vom Stahl resistiert, aber... Geist schon? Ey, Digga, als ob er den First Turn Wake Up kriegt. Was ist mit dem? Ich sehe jetzt schon, das wird die anstrengendste Pokémon-Liga im ganzen fucking Franchise. So, ich heile. Das, was du kannst, kann ich schon lang, Brudi. So, und du schläfst jetzt ein. Wunderbärchen. Dream Eater. Ich hoffe einfach, dass dieser Typ jetzt nicht wieder full restored, Alter. Da wird mir eine Krampfader platzen, ey. Er kriegt wieder den First Turn. Dieser kleine Dreckslacke, Alter. So, Spedef Drop und Two-Shot, please. Oh, es ist so oder so ein Two-Shot. Okay. Bam, 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 bam. Okay, er heilt glücklicherweise nicht und er crittet nicht mit Exesor. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Da haben wir Glück. Let's go. Sugar, der Übel-Carry, ey. Der Über-Carry. So. Street Champ. Steed Champ. Oh, Crunch. Okay. Das Einzige, was uns gefährlich werden könnte... Unlichtattacken. Cool. Will ich irgendwas holen für den Dude? Will ich mit daran? Nein, er kriegt wieder First Turn Wake Up und dann ist wieder alles im Arsch. Wir bleiben jetzt hier drin. Full Restore, Bruder. Let's go. Iron Tail. Okay. We don't give a damn. So,
Er kriegt natürlich instant den Drop. Ist aber okay. So, Stahlkampf müsste der theoretisch sein, ne? Das heißt, Dream Eater ist theoretisch sehr effektiv. Oder auch nicht. Weil Stahl scheinbar doch Psycho resistiert. Okay. Gut, das Ding ist, wir müssen ihn jetzt mit einem Stab angreifen, sonst wird das heute nichts mehr. Ja, Mashomai hat halt gute Spedef-Werte. Und Stalos hat die krassesten Death-Werte. Und jetzt wird er wahrscheinlich aufwachen, ne? Und das wird nicht reichen, weil kein Crit. Aber ein Spedef-Drop, okay, jetzt im Nachhinein. Oh, er kriegt... Wow. Holy shit. Holy shit. Gut, dann sparen wir uns noch ein AP und machen das hier. Traurig wäre gewesen, wenn er jetzt irgendwie eine Prio gehabt hätte und aufgewacht wäre. Das wäre so mies gewesen. So, Steechamp ist weg. Hui, Magna Nix. Der Dude gehört doch ins Dorf der... ne, ist das Magna Nix? Ist das der Bruder von Obelix oder was ist da los, Alter? Zap Cannon. Give a fuck. So, ich würde sagen, Earthquake ist vierfach effektiv, ne? Batz. Ah ja, sturdy. Und genau jetzt könnten wir nämlich eine Prio gebrauchen, die ich aber verlernt habe. Natürlich überleben wir es nicht. Natürlich überleben wir es nicht. Oh, Digga. Okay. Psychic. Sorry, Guys. Ich bin übel fokussiert gerade, weil die Kämpfe sind echt schwer, ne? Die Gegner sind teilweise 5 bis 10 Level drüber. Aber hey, so wollen wir das. Wir wollen eine Challenge. Marrow-Chan. So, Psychic. Stab, sehr effektiv. Reicht dann auch für Marrow-Chan. Dankeschön. Ey, die EP, die wir kriegen, ne? Übel Mist, ey. So, erstmal saven. Hälfte der Top 4 haben wir hinter uns, Freunde. Die sind echt anstrengend, an, weil die sind... So, Max Revive wollen wir uns noch aufsparen, falls wir das noch brauchen oder so. Noch 11. Dann ist vorbei. Wir haben immer noch 11. Ich hätte mehr einkaufen sollen. Oh, wir haben Max Elixier. 1. Okay. Alright. Wir haben ein Max Elixier. So, der Kampftrainer ist hinter uns. Ich glaube, das ist Agathe mit den Eis-Pokémon. Da würde ich einfach sagen, Sugar all the way, weil wir immunisieren alles. Hä, das hat einfach, die hat einen Sprite von einer ganz normalen Oma. Und dann gibt es aber irgendwie, ich raff's nicht, Alter. Gut, let's go. Agatha. Miss Mabat. Das ist Traunmagil mit X-Bart? Okay. Jon Dingens dürfte hier ganz gut sein, weil maybe Poison? Gehe ich auf Shadow Ball? Ja. Das wird eh ein Two-Shot, wenn überhaupt. Jetzt ist die Frage, sie wird safe wieder. Ja, sie wird safe wieder, ne? Ja, da kommt die Full Restore. Warum Jorn nicht überhaupt? Warum Jorn nicht überhaupt? Oh mein Gott, Digga. Please komm durch. Ja!
Unser Sugar lässt uns nie im Stich. Sonnenbobo kannst du auch zum Beleben nutzen. Oh, true. True, true. Du hast recht. Profi, Pro-Strats, Alter. So, Amter. Oh Gott. Du hast wahrscheinlich Synchronize und dich zu paralysieren ist wahrscheinlich nicht das Beste gerade, aber... Oh, fuck, stimmt, wir sind hier... Oh. Ha. Alter, Geist und Licht? Kranke Kombi. So, Crystallic. Let go. Dark Pulse wird resistiert. Easy. Ich hätte gern einen Boost und dann sind wir ready, um mit Sweet hier Dingenskuss zu sweepen. Alter, da krittet er mich und flincht mich! Hey, diese dreckigen Figuren. Ominous Winds, Boost. Kein Boost? What the fuck? Gut, dann nehmen wir wieder Medicine. Wenn wir es langweilig... Weißt du, das Ding ist, es ist einfach langweilig, ne? Jedes Mal werde ich weggehext und dann ist es einfach wieder langweilig. Nightshade. Macht actually mehr Damage als der andere Move, ne? Weil es immer 60 macht. Ist krass. So, please boost. 60% Chance. Nein, nur Crit. Ist auch okay. Geht sie für einen Heal? Nein, sie geht nicht für einen Heal. Lol. Okay. Digga, kann ich jetzt einmal einen Boost kriegen? Ey, wir haben 60% Chance pro Mal. Jetzt geht sie für Full Restore. Okay. Meine Fresse. Gib mir den Boost. Ey. Was soll das? Wir haben Serene Grace. Das macht das... Wir zu 60% einen Boost kriegen. Oh mein Gott, finally. Steffi, ich wünsche dir was. Einen wunderschönen Abend. So, outspeeden wir jetzt. Ich hoffe. Ja, Training Kiss. Sehr schön. Erstmal keine Items verschwenden, wenn wir nicht müssen. Ey, das hätte... Weißt du, wir sind so unlucky... Crit, Flinch, keine Boosts, Alter. Gendoom? Gengar Houndoom? Bräh. Alter, das sieht crazy aus. Und das resistiert er natürlich. Aber Crit, Glück. Dann tanken wir hoffentlich den nächsten Hit. Das heißt, er ist Feuer, ne? Das heißt, er ist Feuer. Ich glaube nicht, dass eine Ancient Power reicht. Oh mein Gott, es reicht! Aber kein Boost. Ah! Mit einem Boost hätte ich mich jetzt massiv sicher gefühlt. Ja, ich sag's euch ja, Alter. Die ganzen sicken Fusionen sind in der zweiten Gen. Snorger? Das gleiche Pokémon. Der hat einfach... Bro. Der schummelt. Der hat einfach das OP-ste Pokémon gemacht. Als ob. Als fucking ob. Okay. Ich gehe mal für Teleport. Einfach, weil wir damit zweimal Leftover regenerieren. Aber irgendwie auch dumm, ne? Ja, nee, das ist stupid. Oh mein Gott, ja gut. Hä? Ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass das reicht. Okay, cool. Whatever. Was habe ich gegen ihn? Ich habe Yawn und Dream Eater. Okay.
Sugar gegen Snorga. Boy. Jon, er muss rauswechseln, oder? Hä? Er geht für Curse? Okay. Curse ist halt das Einzige, was er machen kann, ne? Okay, dann gehe ich für Dream Eater. Arrested? Er hat Curse und Rest? Wow, was ein Bastard, Alter. Was ein Bastard. Holy shit. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt mit unserem... Wir gehen raus zu Neshaya, droppen seinen Angriff, gehen für Dragon Dance und ballern ihn weg. Alter, die Pokémon in diesem Hex sind so bulky. Dam, ba, 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 da. Und leider ist sein Snorga stärker als unseres. Ne, muss man mal ganz klar sagen. Weil es halt auch irgendwie 6 Level höher. So, Body Slam. Don't para me. Du bist ein Wichser, Alter. Ich habe 5-mal ohne Boost irgendwas gemacht und du kriegst einfach instant die Para. Mit der Hälfte an Chance. Ich gehe sowieso für eine Full Restore in der nächsten Runde. Ist mir egal. So. Nashai hat 58. Was will er lernen? Megahorn. Nein. Kein Megahorn. Wopka? Wopka. Wobbuffet und Gengar? Tatsächlich. Lul. Okay. Also, die hat gefühlt mit allem einfach Gengar fusioniert, ne? Ja, wir Dragon Dancen noch 3-4 Mal. Damit wir den auch safe one-shotten. Kann ich den bitte nach 4 Mal einfach one-shotten? Und Crit, please. Danke. Goodbye. Alter Agathe, Mann. Mit ihren Gengars. Goddammit. Grüße gehen, by the way, raus an Magno und seine 4 Freunde. So, Agathe war nicht die letzte, ne? Oder? Ich hab vergessen, wer der Champ ist. Eigentlich schon krass, ne? Dass der Champ einfach quasi der Rivale damals war. Das war schon insane. So, was verwenden wir denn für ihn? Crystallic? Boah, Digga, jetzt wird's heftig. Jetzt wird's heftig. Max Elixier. Wir haben leider nichts mehr gehabt, ne? Ah, ich wusste, dass ich dich mal treffen würde. Ich bin Lance, der Drachentrainer. Let's go. Jetzt bin ich gespannt, was der Dude für kranke Fusion hat, Alter. Dragodos? Boah, Digga, was hatten die am Kinn für ein Geschwür, ey? Level 60, by the way, ne? Kann ich Ancient Power? Ist es sehr effektiv, please? Weil Flug? Nein. Natürlich Wasser. Ey, und jetzt macht sie halt wieder diesen, ne? Jetzt macht er wieder diesen. Ich krieg halt keine Boosts wieder. Gib mir Boosts, Junge! Du gehst mir auf den Sack, Alter! Ich schwöre dir, warum gibst du mir keine Boosts? 60% Chance jedes Mal, wenn ich's mache, also über die Hälfte. So, in der nächsten Runde kann ich nochmal für Ominous gehen. Oh, er verfehlt. Weil jetzt geht er sowieso für die Dingens. Für die Full Restore. Ey, jetzt gib die fucking Boosts her. Digga, einfach keine Boosts. Er gönnt halt nicht. Er ist halt kein Gönner, der Crystallic.
Ey, das glaube ich nicht. Schon wieder viermal den Move gedroppt und nicht einen verfickten Boost bekommen. Und Full Para. Direkt Full Para. Moin. Ja, ist halt nur ein halbes Pampers, ne? Ist halt nur zur Hälfte Pampers. Einfach wieder kein. Das glaube ich nicht, Alter. Das glaube ich nicht. Guys, wie viel Prozent boostet Ominous Wins? Waren es nicht 30%? Ich dachte, es wären 30% gewesen. Können auch 20% gewesen sein, aber dann haben wir immer noch 40%. Und wir haben gerade 6 Ominous Wins gedroppt, von denen einer geboostet hat. 10% nur? Ach so, okay. Ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Was war? Ach, ah ja, das war ja der Luftschnitt. Das war der Luftschnitt, der 60% hatte. True, das war gar nicht Ancient Power. Okay, dann habe ich, dann halte ich meinen Mull, Alter. Trogonite? Bro, das ist das Coolste. Jetzt flincht er mich, ne? Ja, du kleiner Drecksack, Alter. Das ist das coolste Pokémon im Spiel. Safe. Ist halt einfach sick, dieses Ding. Pure Sickness. So, der Regen stoppt. Ich gehe für eine Ancient Power. Die dürfte sehr effektiv sein. Nein, Drachefee, das Teil. Oh, fuck. Holy shit. Okay. Wir battlen uns hier gerade um Boosts, ne? Aber ich treffe ihn, glaube ich, sehr effektiv. Und er mich nicht. Das heißt, ich gehe direkt für den Kill. Scheiß auf die Boosts. Der hat einfach Moonblast, Alter. So ein cooles Pokémon, Digga. Ey, in 10 Jahren wird man hoffentlich Pokémon fusionieren können und dann mache ich mir das. Gen 15. So, was kommt als nächstes? Tyranitarl. Holy shit, Digga. Tyranitar. Ich habe euch gesagt, die 2-Gen-Pokémon sind die Fusionen von denen sind viel kranker. Agility. Er geht für Agilität und geht raus. Und jetzt geht er zu Poridra. Lol, Digga, wie wir ihn gerade outplayen, Junge. Wir sind immer noch auf plus 1 in it. Von daher outspeeden wir ihn safe. Alter! Crystallic! Geht durch! Wie ein Messer durch heiße... Durch Butter. Heiße Messer durch Butter. Oh my goodness, bruh. Klassischer Fall für einen Reverser. Ich bin mir nicht sicher, ob es andersrum besser aussehen würde, um ehrlich zu sein, aber... Dynamic Punch. Oh. Viel besser als Cross-Chop, weil wir alles verwirren. Scheiß mal auf, Crit. So, da kommt Tyranny. Typhne? Typhne? Oh Gott, Alter. Feuerdrache wahrscheinlich, ne? Okay. Ancient Power. Boom. Gif und Drang Dance. Okay. Oh. Okay, Mann. Das dürfte neutral sein und reichen. Fire Blast. Mist, Alter.
Please and thank you. Goodbye. Und das war's, glaube ich, gerade mit Lance, oder? Jawohl! Alter, was für Pokémon, ey. Can't believe my dragon's lost to you. Bräh. Klaustrophob, er ist es. Klaustrophob ist der Champ. So. Erstens. Revive. Es ist nichts gestorben. Lol, Digga, wir haben gerade gesweept. Wir haben einfach gesweept gerade, ne? Whoops. Ja, ne? G fucking G. Gut, wir haben jetzt keine AP mehr auf dem Teil. Ist nicht ganz so geil, aber okay. Wir leaden trotzdem damit, falls er wieder mit seinem komischen Cubone-Ding leadet. Freunde, es ist soweit. Der Champion der Fusion-Kanto-Region. Ah, meine Rivale. Das wird der letzte Kampf sein. Ich habe zwar gerade in der letzten Folge gegen dich verloren, aber... Ich werde dich bumsen. Oh, als ob. Sie haben Garys Remix benutzt? Oh, lol. Bro, let's go! Okay. Ancient Power. Sehr effektiv. Wobei, es dürfte neu neutral sein, ne, wegen Boden. Ups. Gut, dann probieren wir es nochmal mit Ominous Winds. Und wenn Ominous Winds nicht klappt, dann lassen wir das sein, ne? Ich hole mal alle seine Tränke raus mit Crystallic, ne? Einfach, weil wir hier so krass regenerieren die ganze Zeit. Klaustrophob, ja, mit der krassesten Mucke. Ist echt so. Klaustrophob ist Baus, Alter. Bam, bam, blalim, dum, 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 dum. Und der Typ hat Pokémon auf 64. Wir sind auf... Ne, wir sind irgendwo unter... Ey, ich weiß gar nicht. Arcani ist, glaube ich, auf 49 oder so. 50. Der Dude ist 15 Level über uns. 15. Just saying. Aber Crystallic ist Baus. Aerantus kam gar nicht zum Einsatz. Ja, das Problem ist, dass er am lowsten ist und dass er Setup braucht. Setup muss immer ein bisschen bulky sein. So, geht er nochmal, er geht safe nochmal auf ein Heal-Item, oder? Nein? Reicht das? Nein, das reicht nicht. Okay. Bam. Ja, ich muss für Draining Kiss gehen. Ich würde zwar lieber für einen Teleport gehen, aber genau im Fall einer Full Restore ist das definitiv der bessere Move. Aber ja, jetzt haben wir, glaube ich, alle seine Full Restores rausgekitzelt. Kann das sein? Das Problem ist halt wirklich, dass wir jetzt nichts mehr haben außer Nashayat. Sugar. Sugar hat doch Levitate, oder? Da kommt Earthquake, juckt uns nicht. Sugar geht für den Body Slam. Double Team? Bäh, what? Para, ja. Erste Para in der ganzen Liga, Alter. So, gibt für Wing Attack, das ist okay. Tanken wir. So, Spukball würde immunisiert werden, deswegen gehen wir für Body Slam. Noch eine Full Restore. Digga, wie viele fucking Full Restores hast du? Oh mein Gott, bist du ein nerviger Bastard. Und dann geht er auf Doppelteam, auf seinem ersten Pokémon.
du dreckiger Yarak, Alter. Wasch dich mal. Habt ihr schon mal so einen nervigen Pisser gesehen? Gleich gehe ich zu Neshayat rein und drück ihm einen Dingens, ey. Ich glaube, ich mach das. Ich glaube, ich mach das. Ich gehe auf Yawn. Oh mein Gott, Swords Dance. Der Dude hat Swords Dance und Doppelteam, Alter. Was ist das für ein dreckiger Bastard? So, Neshayat, Bedroher. Er schläft in dieser Runde auf jeden Fall ein. Ich gehe für ein, zwei Dragon Dances und dann werde ich ihn versuchen, vierfach mit Ice Fang wegzuhauen. Wird zwar schwierig, ihn zu treffen, aber wir probieren's. Will ich ihn jetzt hitten oder will ich... Wir gehen nochmal. Wir gehen nochmal für Didi. Vielleicht werden wir es gleich... Okay, er schläft. Okay, cool. Jetzt müssen wir nur treffen. Das dürfte vierfach effektiv sein. Und wir treffen! Damn, boy! Fuck out of here! Du möchtest gern Landorus, Alter. Okay, was kommt? Blastizard. Glurak und Turtok? Bleib drin. Du bist Feuerwasser. Drill Run macht dich kaputt. Batz! Plus zwei, Bruder! Und ein Crit. Und Stab. Und sehr effektiv. Let's go! Hätte ich verfehlt, hätte der mit einer Pflanzenattacke hätte der uns vierfach weggemacht. Tautor? Ach, das Kokowai hat sich entwickelt. Okay, der hat jetzt Bedroher gehabt, ne? Ice Fang auf ein Plus 1. Flinch, Freeze. Oh Gott, das macht nichts. Holy shit. Okay, er ist Psycho. Ja, stimmt, er war kein Pflanzenmon, ne? Psycho normal. Ich kann ihn halt auch nicht mit Shadow Balls hitten. Okay, ich probiere mal Donnerwelle Elektroball. So, sein Headbutt wird natürlich resistiert. Oh mein Gott, Digga, das macht so viel Damage. Wir sind 10 Level drunter. So, wenigstens kommt die Thunder Wave durch. Zen Butted. Cool. Ich werde jetzt Morning Sunnen. So lange, bis er eine Full Para kriegt. Wobei, ich habe nur 5 AP, ne? Ha! Never mind then. Trotzdem werden wir es probieren. Vegeto, Digga, es ist der letzte Kampf. Du musst durchhalten. Bräh, kannst du mal eine Full Para fressen, Alter? Ich meine ja nur, ne? Ich meine ja nur. Wäre fair, zur Abwechslung mal. Ich erinnere, ich habe mich in diesem, alleine in dieser Session 8 Mal oder so mit Verwirrung gehauen. Und einmal bin ich durch, oder zweimal bin ich durchgekommen. Yes! Okay. Now you're fucked. Electro Ball. Boom. Alter, holy shit. Das hat ihn einfach gekillt. Ripe Mortar? Oh. Der ist vierfach schwach gegen Boden, ne? Safe. Bräh, what the fuck? Okay, du bist langsam. Du bist langsam. Aqua Tail.
Vierfach. Und das reicht einfach nicht. Warte, was? Was hat er gerade absorbiert, Digga? Okay, wie schnell bin ich mit Bulldozer? Pretty darn slow. Actually, mein langsamstes Pokémon. Okay. Und er nutzt noch eine Full Restore. Digga, wie viele Full Restores nutzen diese NPCs hier? Das geht so auf den Sack, Alter. Thunderwave. Oh, du bist Boden. Du bist nicht Steinfeuer, du bist Bodenfeuer. Das heißt, die Wasserattacke war der richtige Move. Dynamic Punch. Denken wir. What? Bro! Don't fuck me up right now! Oh mein Gott. Er trifft jeden Fireblast, ne? Juckt ihn nicht. Trifft alle. Ba, 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 Donnerblitz bringt ihm nichts. Er könnte safe auch Donnerblitz. Aquatail. Bam. Vierfach. Gara King und das. Ich habe so das Gefühl, das sind so. Das sind so das Gegenteil, ne? Nidoking und. Hier Magma, also die Entwicklung von Magma und Rizeros, also beziehungsweise Nidoking und Rizeros sind Rivalen und Magmortar und Gyarados sind quasi auch, ne, so, das sind so, die passen ganz gut zusammen, finde ich. Alter Schwede, Nightmare? Nee, fuck Nightmare. Starkazam, Sugar. Sugar, let's go. What the fuck? Du siehst nochmal anders aus als letztes Mal. Ich gehe auf Body Slam, weil das ist physisch. Das andere würden die ziemlich sicher easy tanken. Para? Yes! Yes! Boi! Fuck out of here. Body Slam. What's? Hat der Cthulhu gerufen. Sieht so aus, Digga. In dem Game wurden die Hacks auch zugunsten der Gegner verdoppelt, soweit ich weiß. Ja, das würde einiges erklären. Alter, Electidos. Uff. Waterfall. Das wird wahrscheinlich reichen, ne? Ja. Aber, Bruder, wir haben die perfekte Antwort auf dein Electidos. Bedroher. Und jetzt, mein Freund, Drill Run. Wir haben nur noch einen. Bah! Crit? Oh, Crit mit Drill Run! Jawoll! Und das war's mit der Pokémon-Liga! Holy shit! Champion Klustrophob, Alter. Nein, das kann nicht sein. Du bist besser als ich. Das ist nicht fair. Ich hab übel reingepayt bei meinen Pokémon. Tja, Junge. Hättest eben nicht so viel reinpayen sollen und mehr trainieren sollen. Verdammt, du bist der neue Liga-Champion. Sephir, du hast gewonnen. Du bist der neue Champion. Du bist der krasseste und eigentlich hätte ich lieber dich als Enkelkind gehabt. Der andere ist eine Enttäuschung. Aber gut, man kann sich seine Verwandten nun mal nicht aussuchen. Ich kann dich adoptieren. Wie wäre das? Oder hey, weißt du was? Heirate doch einfach Garys Schwester. Okay, Bro. Ja. Hall of Fame, let's go. Let's
Let us fucking go, man. Jetzt ein Absturz, Digga, das wird mich so bumsen. Das ist unser Team und das ist geil, Alter. Geilstes Team ever. Welcome to the Hall of Fame. Congratulations, Champion. Nach 32 Stunden. Let's go. Yeah, und das war's mit Infinite Fusion. Guys, holy shit. Was ein Ding. God diggity damn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielleicht ein bisschen Feedback zum Spiel. Man hat es da und dort schon gehört. Mega coole Idee, muss man einfach sagen. Man hat so viele Fusionen. Es ist absolut insane. So gesehen haben wir ja auch erst die Hälfte des Spiels gemacht. Es gibt nämlich noch Johto und noch eine eigene Stadt, die komplett random ist, also beziehungsweise die komplett custom-made ist. Auf jeden Fall gibt es noch ganz, ganz viele Fusionen, die wir noch nicht gesehen haben. Ich meine, wir haben 600 irgendwas im Pokédex und ich weiß nicht, wie viele es gibt. Ich glaube 10.000 plus oder so. Absolut kein Plan. Crazy. Krass gut gemachtes Spiel. Sehr, sehr unterhaltsam. Da und dort muss man einen Punkt abziehen, weil es halt einfach nicht solide läuft, ne? Man hat immer wieder Abstürze und whatever. Und das hindert so ein bisschen den Spielfluss. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ein sehr, sehr cooles Spiel mit einer sehr tollen Idee. Gerade jetzt nochmal, die Pokémon-Liga hat sehr viel Spaß gemacht. Man muss sagen, die Battles in diesem Spiel, ich rede von allen Arena-Leitern und ich rede von Top 4 und Champion, waren durchs Band ultra stark. Ich musste so oft heilen, wiederbeleben und so weiter. Eine Nuzlocke von diesem Spiel ist insane. Einfach nur insane. Ja, und hier laufen auch scheinbar noch die ganzen Leute. RPG Maker XP bei Enterbrain. Ja, die ganzen Leute durch, die sich scheinbar daran beteiligt haben. Vielen Dank auch nochmal an euch fürs Programmieren dieses Spiels. Und vielen Dank an euch fürs Gucken. Freunde, nicht selbstverständlich. I heard about beating the Elite Four. So, was passiert jetzt? Ich glaube mal... Ah, Legendary Pokémon, go see him in the lab. Okay. Und hier sind wir wieder da, wo alles begann. Mit unserem Team. So, einfach damit wir noch wissen, was jetzt kommen würde. Schön, dich zurückzuhaben. Es gibt neuen Shit zu wissen. In der Johto-Region. Professor Elm. Oh, wir bekommen einen Starter. Okay, Totodile. Ich meine, wir haben den. Wir haben. Das andere Ding haben wir schon, ne? Great choice. Mein Kollege mentioned a long time ago sciences for Cinnabar Island powerful than any others, but they failed to occur with vicious tendencies. Recently, my colleague Professor Elm in Johto came across some information. So, whereabouts? Ja, wo ein Pokémon geblieben ist. Okay, ich habe gesagt nein, aber er lässt uns keine Wahl. Wir müssen quasi dahin. So, wir kriegen jetzt Waterfall und können quasi auch, ja, einfach mit dem... Ich weiß gar nicht, ob man jetzt durch die Liga dahin muss oder mit dem Zug. Aber auf jeden Fall geht jetzt quasi Johto los, ne? Man soll scheinbar nach Dingens. Also ich glaube, man ist da durch die Pokémon-Liga hingekommen. Ne, hier, genau, Mount Silver, dann durch die Pokémon-Liga und dann kam man irgendwo hier runter,
Tohoyo Falls. Deswegen haben wir jetzt gerade Waterfall gekriegt. Und dann kommen wir nach New Barktown, wo quasi der zweite Teil dieses Abenteuers beginnt. Wir waren schon in Goldenrod City, was ziemlich witzig ist. Aber ja, Mount Mortar. Das ist interessant, weil es gibt ein Magmortar und es gibt ein Mount Mortar in Pokémon. Das ist echt insane. So, Crimson City hätte ich gerne noch gesehen. Aber leider wird es wahrscheinlich erst die letzte Sache sein, die man machen kann. Es gibt hier noch die Savi Islands. Es gibt Kanto und Johto. Also das Spiel ist ziemlich, ziemlich groß. Kann ich auch nur allen empfehlen. Wenn ihr das Spiel selbst spielen wollt, Freunde, findet ihr es im Discord. Wie alle anderen Pokémon-Hacks, die ich spiele, ebenfalls. Was wir jetzt noch tun könnten, wir könnten theoretisch noch Zapdos und Lavados fangen, wir könnten noch Mewtwo fangen. Aber ich würde sagen, das war's erstmal mit diesem Projekt. Geiles Ding.